Zuerst hat unsere Energieministerin Simonetta Sommaruga noch vor Stromblackouts im Jahr 2025 gewarnt. Mittlerweile hat sie ihre Warnung bereits auf den nächsten Winter 2022-2023 vorverschoben. Was ist da eigentlich plötzlich los? Wer fährt unsere Energieversorgung und damit unsere Wirtschaft an die Wand? Und wo liegt der wirkliche Grund? Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen. Ein Blackout ist für unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze und Haushalte eine schlimme Bedrohung. Schlimmer noch als Corona. Wo keine Notstromsysteme vorhanden sind, fallen Computer, Server, Telefon, Beleuchtungen und Belüftungen aus. Man kann in den meisten Betrieben nicht mehr arbeiten. Wegen der Geld- und Billettautomaten und wegen ausfallenden Kassensystemen funktioniert der Zahlungsverkehr nur noch mit Cash. Ein Blackout wäre verheerend für Tiere in der Landwirtschaft. Lebensmittel würden verderben. Es käme zu massenhaft kriminellen Handlungen, weil die Überwachungskameras und die Alarmanlagen wahrscheinlich auch nicht würden funktionieren. Eine Stunde ohne Strom verursacht in der Schweiz Wirtschaftsschäden von bis zu 200 Millionen Franken. Ein Tag ohne Strom kostet zwischen 2 und 4 Milliarden. Leider trägt die Wirtschaft am drohenden Blackout eine grosse Mitverantwortung. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse hat nämlich bei der Abstimmung über die verfehlte Energiestrategie 2050 Parole Stimmfreigabe beschlossen. Der damalige Präsident Heinz Karrer hat wörtlich gesagt, ich zitiere, der Entscheid war sehr, sehr klar, dass man bewusst auf eine Parole verzichten will. Genau diese Energiestrategie raubt uns jetzt die Versorgung mit sicheren, genügenden, bezahlbaren und erst noch weitgehend CO2-freien Energie. Aber nicht nur das, die Wirtschaft hat auch Personenfreizügigkeit mit der EU intensiv beworben und Abermillionen in die verschiedenen Abstimmungskampagnen gesteckt. Warum erwähne ich jetzt Personenfreizügigkeit? Ein ETH-Doktorand hat nachgerechnet, seit 2001 hat der Stromverbrauch von Industrie und Landwirtschaft deutlich abgenommen, die Haushalte, Dienstleistung und der öffentliche Verkehr aber verbrauchen massiv mehr Strom. Der Stromverbrauch pro Kopf ist zwar um über 10% zurückgegangen, absolut aber trotzdem deutlich angestiegen. Bis 2004 hat die Schweiz Jahr für Jahr Nettostrom exportiert, seit der Personenfreizügigkeit aber in etlichen Jahren müssen Strom netto importieren. In den Haushalten ist der Stromverbrauch seit 2001 um fast 20% gestiegen. Schauen Sie die grünen Kurven an. Die schwarze Kurve zeigt die Abnahme in der Industrie. In dieser Zeit sind etwa 700'000 Haushalte aus dem Boden gestampft worden. Fazit, neben der verfehlten rot-grünen Energiestrategie ist das Bevölkerungswachstum, getrieben primär durch Migration, der Hauptgrund des Mehrbedarfs an Strom und vor allem der Hauptgrund, warum wir strommässig nicht mehr unabhängig sind. Und darum müssen wir heute plötzlich mit einem drohenden Blackout rechnen. Noch vor 20 Jahren undenkbar. Vergessen Sie das nicht, wenn Sie das nächste Mal zu einem Energie- oder Migrationsthema an die Turnen gehen. Meine Damen und Herren, jetzt noch das Video von der Woche. Wird euch bald wahr, was der Mark Ellsberg in seinem Roman Blackout schon 2012 vorausgesagt hat. Das ist nicht gut. Hast du ein Problem? Ja.
Aber ich fürchte nicht nur ich. Innerhalb der letzten Stunden ist das gesamte europäische Stromnetz zusammengebrochen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Lisa! Lass uns bitte unsere Mama wiederfinden. Da hat jemand der Zivilisation den Krieg erklärt. Der Code, das ist mein Code. Es hat gerade erst begonnen. So viel für heute. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit. Ich bin zurück im August, dann mit der 195. Sendung. Auf Wiedersehen und bis bald.